Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute haben wir eine schöne Ausgabe, finde ich, und zwar aus dem August 91. Komischerweise diese Club Nintendo Ausgaben vor 92, vor dem Super Nintendo Zeitalter. Die findet man gar nicht so einfach, wie man denkt. Das ist irgendwie, zumindest gefühlt, gibt es da so einen Cut, wo man ab dem Super Nintendo Zeitalter die Dinger irgendwie besser kriegt als die alten. Deswegen war ich ganz froh, dass ihr das jetzt mal auf eBay gefunden habe und mir dann zu einem noch einigermaßen vernünftigen Preis dann auch kaufen konnte. Irgendwie seltsam, oder? Keine Ahnung. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nie beschäftigt, ob da irgendwie die Auflagen plötzlich größer geworden sind oder durch das Super Nintendo irgendwie mehr Interesse da war. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es mal schön, denn dann so eine Vor-Super-Nintendo-Ausgabe zu haben. Und wie ihr an den Themen hier schon seht, es ist sehr Gameboy-lastig, was ich natürlich sehr, sehr schön finde, weil ich ja so ein Gameboy-Fan bin auf jeden Fall. Große Themen haben wir auf jeden Fall. F1 Race, World Cup, Lightmax, nachts Gameboy spielen, Mega Man 2 für das NES wird es wahrscheinlich sein und außerdem Gargoyle's Quest, Kid Icarus, Battle of Olympus und so weiter. Alles fantastische Titel. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, es sind nicht sehr viele Seiten. 51 Seiten. Wenn man das mal so im Vergleich sieht, diese späteren Ausgaben, die haben ja teilweise irgendwie 100 Seiten, ne? Aber vielleicht, gut, das sind die ersten Jahrgänge, da mussten sie noch etwas ausprobieren, vielleicht, was sie machen wollen und so weiter. Und ich sehe gerade, nicht erschrecken, eine Katze nähert sich wieder bei, wie bei der letzten Ausgabe. Ich hoffe, sie kommt nicht allzu sehr ins Bild. Hallo Kira. Ich lasse mal weiterlaufen. Ihr mögt alle Katzen und ich natürlich auch. Und die stört natürlich nicht weiter. Letztes Mal war es ja die Katinka, das ist die weiße Katze. Und jetzt die Kira. Ja, die wollte einfach mal gucken, was macht das Herrchen denn da? Aber schauen wir einfach mal rein. So, wir haben Specials, wie schon auf dem Titel angekündigt, F1 Race für den Game Boy, Mega Man 2 für das NES. Dann haben wir hier 4 NES-Spiele, 3 Game Boy-Spiele und diverse Rubriken. Ja, da sieht man vielleicht auch mal so ein bisschen, ne? Dass Super Nintendo fehlt und dadurch hatte man auch gar nicht unbedingt so über viele Spiele anzupreisen, sage ich mal. Weil im Prinzip ist es ja ein Werbemagazin, ne? Aber hier auch schön, dass sie hier die Super Mario Land-Zeichnung so ein bisschen hier reingenommen haben, ne? Hier mit dem U-Boot Mario und dem Flugzeug Mario, das war ja aus Super Mario Land, was natürlich sehr cool war mit seinen Shoot'em-Up-Levels, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Ja, F1 Race, ich glaube, es ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Spiel auf jeden Fall und ich finde es sehr interessant, hier auch diese Zeichnung gerade hier zu sehen. Ich hatte das Spiel auch als Kind und als großes, großes Verkaufsargument hatte es neben dem ja, durchaus soliden Gameplay, sage ich mal, vor allen Dingen natürlich auch, dass es dieser 4-Spiel-Adapter dazu kam. Also die Packungen waren so etwas größer und da war so ein Adapter dabei, womit man dann mit 4 Spielern zumindest theoretisch spielen konnte. Also der Gameboy hatte ja dieses Linkkabel, wo man immer 2 Gameboys zusammen verbinden konnte und da konnte man dann halt theoretisch Spiele, die das halt unterstützt haben, im Multiplayer spielen. Ja, war natürlich in der Theorie schön, hat praktisch gefühlt damals nie jemand gemacht und was natürlich noch so eine Steigerung dazu denn ist, ist dann halt, dass 4 Spieler das machen konnten. Also könnt ihr euch vorstellen, das war so ein grauer Kasten, wo man halt an den 4 Seiten den Linkkabel dran anschließen konnte. Von der anderen Seite war das, glaube ich, dann auch fest. Im Zweifel werden wir gleich jetzt noch ein Bild sehen. Und damit konnten halt theoretisch 4 Leute zusammen spielen. Das Problem war natürlich immer, man braucht natürlich auch 4 dieser Spiele. Da jeder Gameboy natürlich einzeln gehandelt wird, sozusagen. Und da dann 4 Leute zusammen zu trommeln, die A, Bock haben, das im Multiplayer zu spielen und dann auch noch diese Spiele haben und dann auch ihre Linkkabel zufälligerweise dabei haben. Ich weiß nicht, hat das einer von euch damals geschafft, dass man dieses Spiel zu viert gespielt hat? Also ich habe keinen erlebt, aber vielleicht ist das ja auch nur eine subjektive Meinung. Auf jeden Fall, ja, super F1 Race Rennspiel, also ne, Formel 1 Wagen, wobei es mit der klassischen Formel 1 natürlich nicht so viel zu tun hat, ist natürlich so ein bisschen runtergedampft. Aus der Rückenansicht habt ihr halt die diversen Kurse, wo ihr dann langheizt, Steuerung und sowas, das geht eigentlich alles. Im Prinzip genau 2 Rennwagen gibt es da. Ich glaube, das eine hatte eine höhere Höchstgeschwindigkeit, hat dafür aber weniger Handling gehabt oder irgendwie sowas oder weniger Turbo, halt so solche Minimalunterschiede gab es. Das ist ja da alles erklärt, aber ich laber schon viel zu lang hier. Aber es ist natürlich hier, ich finde es gerade fantastisch, dass hier gezeichnet so verschiedene Spielmanöver hier angezeigt werden. Ne? Zum Beispiel hier, man will hier in einer kurzen Kurve oder innen vorbeiziehen, dann drücke ich nach rechts, drücke die Bremse und das Gas ein bisschen. Herrlich.
auch mit diesen schönen Zeichnungen, ne? Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Oder hier, wenn man links vorbeizieht und so weiter. Aber eigentlich alles so, ich sag mal, überflüssige Tricks eigentlich, ne? Das kriegt man ja irgendwie beim Fahren irgendwie heraus. Aber gut, das ist natürlich eher an Kinder gerichtet und die kennen sich mit dem Autofahren noch nicht so aus, dass man der Bremse eventuell abbremsen könnte, damit man eine kurze Überholung hat. Hey, naja. Gut, wir haben natürlich die verschiedenen Strecken vorgestellt. Gut, die haben sich natürlich immer im Streckenverlauf unterschieden. Man sieht es natürlich hier, die erste Strecke war immer Australien. Die war natürlich relativ einfach designt natürlich. Und später wurde es natürlich immer komplexer. Wie ihr seht hier, USA sieht schon wesentlich schwieriger zu fahren aus als Australien zum Beispiel. Was natürlich immer sehr wechselnd war, typisch zu dem Land halt. Das war hier der Hintergrund, der immer so ein bisschen gescrollt hat. In Australien war das hier dieser, wie heißt der, Red Rock? Das war jetzt bestimmt falsch, das heißt irgendwie anders, aber ihr wisst schon, dieser berühmte rote Bergformation, Kanada natürlich auch entsprechend, etc. etc. Ich glaube, es gab sogar Deutschland, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ich bin mir gerade nicht sicher, genau, UdSSR hatte natürlich hier den Kreml im Hintergrund, Indien das Taj Mahal, Ägypten natürlich die Pyramiden und so weiter. Und dadurch war halt so ein bisschen zumindest optische Abwechslung, weil die Strecken an sich bis auf den Streckenaufbau sah natürlich immer gleich aus. Echt viele Sachen. Huch, Multigame-Streckenauswahl, das wusste ich gar nicht. Das ist jetzt für mich eine neue Information, ehrlich gesagt. Dass anscheinend beim Multiplayer noch andere Strecken dabei waren. Ha! Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber an sich, wie gesagt, das Spiel ist halt ganz gut gelungen eigentlich. Was ich da schade finde, es gibt halt zwei Modi. Einmal den Grand Prix und einmal hier normales Zeitfahren. Normales Zeitfahren könnt ihr natürlich einfach die Strecken gegen die Zeit fahren. Okay, das macht man einmal oder zweimal, um die Strecken kennenzulernen. Und danach wird es halt langweilig. Das Blöde ist halt, wenn ihr nicht Erster geworden seid in einem Rennen, zack, dann war aus. Deswegen ein bisschen blöd, dass da jetzt kein so Punktesystem dabei war oder irgendwie sowas. Aber dass jetzt hier Multiplayer da noch andere Strecken waren, das wusste ich nicht. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Aber naja, hier sieht man hier so ein bisschen diesen, ich halte es mal in die Kamera, diesen Adapter zumindest gezeichnet. Ich weiß ja, ob man das gut erkennen kann. Aber wie gesagt, ich habe jetzt persönlich nie jemanden gekannt, der das wirklich zu viel gespielt hat. Aber vielleicht gehört ihr zu der Ausnahme. Jetzt kommen wir schon zu den Leserbriefen. Ja, das ging schnell, würde ich sagen, ne? Zwei frisch gebackenen Powerplayer, ja, mit Erfolg oder mit Elan waren sie dran. Ja, die üblichen Leserbriefe natürlich, ist natürlich immer sehr schön, auch die ganzen Fotos, die da eingeschickt wurden. Das ist natürlich immer so ein schönes Zeitzeugnis. Und hier der Kleine, der hier halt stolz sein Dr. Mario Highscore eingesendet hat. Ihr seht, wie er da stolz neben dem Fernseher sitzt. Herrlich, herrlich. Das war noch damals eine echte Leistung. Ne? Da müsst ihr vorstellen, das wurde dann abfotografiert, das Foto entwickelt und dann hier hingebracht. Ne? Das ist ja nicht irgendwie so ein Digitalfoto, zack, schnell per E-Mail irgendwo hinschicken. Da war es echt Aufwand dahinter. Ne? Super. Jetzt kommen wir zum Mega Man 2. Ja, die Mega Man Serie an sich ist mir natürlich etwas geläufig, aber leider nicht in der Tiefe. Ich habe natürlich hier und da mal ein Mega Man Spiel gespielt. Aber der Mega Man 2 soll, glaube ich, eines der guten Teile sein. Ne? Während der erste Teil so eher so, okay, war, gut war, aber nicht extraordinär, war ich, glaube ich, der zweite Teil oder war es der dritte Teil, wo es quasi die Serie nochmal so einen Schlag nach oben gemacht hat. Was ich herrlich finde, ist diese schöne Zeichnung hier. Die sieht so. Sieht so, ja, unprofessionell irgendwie aus, ne? Aber na gut, Mega Man kennen wir natürlich alle. Da gibt es natürlich die verschiedenen Robotermeister, die man in einer bestimmten Reihenfolge dann am besten besiegen sollte. Wenn man einen Robotermeister besiegt hat, dann hat man natürlich auch deren Kräfte bekommen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ob so einer hier ist, sagen wir mal, wenn man einen Feuermeister bezwingt hat, dann hat man natürlich die Feuerkraft bekommen und mit der Feuerkraft dann konnte man natürlich den Eisroboter denn, oder Meister denn besser besiegen. Also so ganz so einfach ist es natürlich nicht, wie man hier sieht, Bubble Man, Metal Man, Quick Man und so weiter, aber so in diese Richtung geht es natürlich, ne? Und hier haben wir natürlich hier schön wieder typischerweise die ganzen Level einzeln aufgebaut und auch hier, das erwartet euch und so weiter. Was sehr, sehr cool ist, ich sag's ja immer wieder bei Club Nintendo, früher gab's eben kein Internet und dadurch war man auf solche Zeugnisse wirklich drauf angewiesen, wo bleib ich stecken, was kann ich da machen und so weiter. Weil wenn man da keinen kannte, der das Spiel auch hatte und weiterkam zufälligerweise durch Ausprobieren oder durch irgendwas, ja,
da war man aufgeschmissen, ne? Aber durch solche Magazine kam man dann durchaus weiter. Wie gesagt, hier bei dem Spiel, ich kann euch da leider keine tieferen Einblicke geben, weil ich hatte damals wirklich kein Mega Man-Spiel auf den NES, obwohl wir ein NES in unserem Haushalt hatten. Aber das wurde halt sehr schnell durch den Game Boy dann erstmal ersetzt. Und dann, als ich dann den Super Nintendo hatte, war das natürlich noch ein bisschen was anderes. Ganz einfach aus dem Grund, ich hatte keinen Fernseher in meinem Kinderzimmer und dadurch war natürlich so ein Gameboy immer zugänglicher, ne? Aber ey, guckt euch doch nochmal die Zeichnung an. Das würde man heute, könnte man fast sagen, das ist noch nicht mal Fanart-Niveau. Oder sehe ich das gerade zu streng, was meint ihr? Aber irgendwie ist die zeichnerische Qualität mittlerweile dann doch besser geworden, oder? Also sowas würde man in irgendeinem Magazin sowas nicht mehr veröffentlichen. Das sieht wirklich eher so wie eine Fanzeichnung aus, aber auch eher von einem, der, na, also komplette Anfänger vielleicht nicht, aber auch jetzt kein Vollprofis auf jeden Fall. Ja, Battle of Olympus, das habe ich jetzt, bin ich schon öfter drüber gestolpert und fand ich sehr, sehr interessant. So wie ich das verstanden habe, wie gesagt, das Spiel habe ich auch noch nie gespielt, damals auch nicht, ist das so eine Art Zelda 2, aber in der griechischen Mythologie platziert und nicht halt in Hyrule und so weiter. Finde ich sehr, sehr interessant, auch wenn man das so sieht. Also irgendwann werde ich mir es auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht auch kaufen muss ich mal schauen. Also von dem Grafikstil und so weiter finde ich das sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und man sieht es eigentlich auch schon hier. Ich halte auch das hier mal in die Kamera, weil die Screenshots sind sehr klein. Ich hoffe, das kann man einigermaßen gut erkennen. So die Sprites und sowas, das sieht schon nach Zelda 2 aus, oder? Jetzt bin ich ja nicht an das Stativ gekommen. Ich hoffe, dass ihr habt euch jetzt nicht erschreckt. Also man sieht schon, dass die Inspiration auf jeden Fall Zelda 2 ist, finde ich zumindest. Was ja auch nicht verkehrt ist, weil es ist zwar jetzt in der Retro-Perspektive natürlich ein heiß diskutiertes Spiel, wo heiß diskutiert vielleicht nicht, aber die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Es ist halt so ein ganz anderes Zelda-Spiel, wo sie sich halt noch so ein bisschen ausprobiert haben und so weiter. Und na, warum das nicht als Vorbild zu nehmen? Oh, haben wir hier das Comic schon? Nur eine Seite. Ha, das war später aber auch irgendwie länger, ne? Mario will hoch hinaus. Das schönste Wetter, das man sich nur wünschen kann. Zeit für einen kleinen Spaziergang. Es ist so schön, ein Frosch zu sein. Hm? Vorsicht, Mario. Ich glaube, hier fehlt das Poster. Weil ich sehe gerade, das hier ist nämlich genau das Spiel, die Heftmitte und ich schätze mal, das Poster fehlt und auf der Posterrückseite war wahrscheinlich der Rest vom Comic. Weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn gerade. Okay, sorry, ich kann euch nicht das komplette Comic bieten. Ich hoffe, ihr deabonniert jetzt nicht sofort. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich habe jetzt beim Kauf ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, weil ich mich so drauf gefreut habe, überhaupt hier mal das Magazin zu bekommen. Aber hey, gut, Nintendo World Cup, super Spiel, habe ich ja auch erst letztens einen Test dazu gehabt, habe ich auf dem NES mit meinem Bruder hoch und runter gespielt und die Gameboy-Version ist im Prinzip einfach nur eine gut gemachte Umsetzung für den Gameboy auf jeden Fall. Das hat man ja früher ja oft gemacht, dass man NES-Spiele genommen hat und dann für den Gameboy umgesetzt hat. Bietet sich auch an, ne? Beides sind 8-Bit-Systeme, man musste natürlich auf den Gameboy so ein paar Anpassungen meistens machen, wobei gefühlt zumindest hier bei World Cup keine großartigen Anpassungen gemacht wurden. Soweit ich weiß, ist auch alles drin, was da vorher drin war. Panda, sprechen kannst du auf jeden Fall. Du kannst dich super ausdrücken. Super gewählte Ausdrucksweise, die habe ich auf jeden Fall drauf. Das ist eigentlich so eines meiner liebsten Fußball-Videospiele, nenne ich es mal, die ich je gespielt habe. Gerade weil das Spiel sich halt nicht so ernst nimmt. Ne? Ihr könnt da die Gegner umruppen ohne Ende. Es macht voll Spaß. Die bleiben sogar, ich glaube, nach einer Zeit sogar auf dem Boden liegen. Herrlich. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Hat natürlich viele verschiedene Untergründe, die man hier sieht. Da gibt es auch mal so Ackerboden, Steine drauf liegen, wo man drüber stolpern kann und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß, finde ich. Aber schön, dass sie hier noch gezielt das deutsche Team vorstellen. Die haben natürlich alle hier verschiedene
der Fähigkeiten. Und ihr könnt euch natürlich auch vorstellen, dass jetzt zum Beispiel eine deutsche Mannschaft schon damals etwas besser aufgestellt ist als die aus Kamerun zum Beispiel. Ne? Logisch. Aber dadurch kann man das natürlich auch so ein bisschen sich einfacher oder schwerer machen. Ja, leider nur auf einer Seite vorgestellt. Ne? Also trotz, dass das Poster hier fehlt, scheint das hier so aufgebaut zu sein, dass das nur diese eine Seite ist oder vielleicht auch nicht. Es ist natürlich jetzt schade, dass das hier diese Seite fehlt, aber das hätte auf jeden Fall so eine Doppelseite verdient, das auf jeden Fall. Vielleicht hat auch einer von euch die Ausgabe zu Hause rumliegen, kann er mal nachschauen, ob da jetzt hier auch das World Cup noch drauf gewesen wäre. Was natürlich noch ein fantastisches Spiel ist, worauf ich mich auch sehr gefreut habe, dass das hier auch in diesem Magazin angesprochen wird, ist Gargoyles Quest. Super Spiel, hat mittlerweile einen sehr, sehr guten Ruf. Ich habe mir das Spiel sogar damals von einem Kumpel mal ausgeliehen, konnte damals aber nicht wirklich was damit anfangen, weil es war Englisch und es spielte sich so ein bisschen anders. Ganz leicht ist es natürlich auch nicht. Und meine diversen Tests und immer, wenn ich wieder was erwähnt habe, haben ja immer viele von euch auch in den Kommentarfeld reingeschrieben, dass es euch ganz genauso ging. Aber jetzt so eine Retro-Perspektive ist es natürlich ein super Spiel. Also im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen, ihr spielt halt diesen Gargoyle und es gibt halt diese Oberweltkarte und da müsst ihr auch so verschiedene Quests, sage ich mal, annehmen und auch erledigen. Und es gibt halt Kämpfe und spezielle Orte, wo ihr dann halt in so einer 2D-Plattformer-Ansicht quasi wechselt. Besonderheit ist natürlich, ihr spielt einen Gargoyle, der hat natürlich Flügel, ihr könnt so für kurze Zeit schweben und dadurch euch natürlich vorankämpfen und als Waffe könnt ihr halt Feuer speien. Ne? Machen wir natürlich alle gerne. Sehr, sehr schönes Spiel, was hat durch diese zwei Ebenen halt für ein Gameboy-Spiel, vor allem für so ein frühes Gameboy-Spiel, natürlich schon, ich will nicht sagen, es ist ja nicht super komplex, aber es ist komplexer als jetzt ein Standard-Plattformer zum Beispiel. Ne? Dadurch ist es natürlich wirklich schön und das ist eigentlich sehr, sehr schön, dass das hier dann auch entsprechend erklärt wird. Weil wie gesagt, das Spiel ist natürlich auf Englisch, weil was üblich zu der Zeit war, wenn man als Kind damals so das Spiel ja, hatte oder ausgeliehen hatte oder sich gekauft hatte, hat man natürlich erstmal nur Bahnhof verstanden. Weil früher, ihr wisst das alle noch, in der heutzutage fangen sie schon an, in der Grundschule Englisch beizubringen. Bei uns damals noch nicht. Da ging es zumindest bei mir erst in der 5. Klasse los. Da hat man wirklich nur Bahnhof verstanden und wusste überhaupt nicht, was man machen sollte. Und da man hier natürlich auch Aufgaben und Quests erledigen muss, ist das natürlich hier so ein Tod dafür. Also das wäre wirklich schön gewesen, wenn es da quasi eine deutsche Übersetzung gewesen wäre. War aber damals nicht üblich und deswegen kann man das im Spiel natürlich auch nicht vorwerfen, aber ist heute noch sehr, sehr gut zu spielen. Was natürlich super auch damals schon war. Ich war damals wirklich ein riesen Turtles-Fan und deswegen finde ich es echt schade, dass diese drei Turtles-Spiele auf dem Game Boy, die alle ziemlich gut sind, an mir vorbeigegangen sind. Ich hätte diese Spiele so dermaßen abgefeiert, aber so war es früher eben. Ne? Man hatte kein Internet oder sonst was, wenn es der Buschfunk von den Freunden irgendwie nicht rübergebracht hat oder man es irgendwie so ein Magazin wie das hier gelesen hat, dann wusste man nicht, dass es solche Spiele gibt. Ja, woher sollte man das wissen? Oder man geht in den Laden und sieht das zufälligerweise. Aber gut, ich bin in keiner Großstadt aufgewachsen. Da war jetzt die Auswahl beim Spielzeugladen auch nicht so groß, sage ich mal. Aber ja, super Beat'em-up-Spiel auf jeden Fall. Das ist logischerweise der erste Teil, ist eine frühe Ausgabe. Macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Hat so typische ja, Beat'em-up. Gut umgesetzt und mehr braucht ein Turtles-Spiel auch nicht, finde ich. Super. Was natürlich hier, Super Spike V-Ball. Das wird ja, glaube ich, auch auf dem Cover, glaube ich, groß angekündigt. Ne? Super Spike V-Ball und der Mega-Hit. Freunde, Mega-Hit, den keiner wahrscheinlich kennt. Also mir sagt es zumindest nichts. Gut, ich bin jetzt natürlich jetzt auch nicht, habe ich auch nie behauptet, dass ich es alle NES- und Gameboy-Spiele kenne, aber dafür ist das hier als Mega-Hit. Ich schalte es mal besser in die Kamera. Mega-Hit. Oder pass mal auf. Ich mache es ganz dramatisch. Mega-Hit. Okay. Ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Entschuldigt bitte. Ja, Volleyball. Auch mit 4 Spielern anscheinend. Ja, sieht solide aus, ne? Aber Volleyball. Anscheinend Stärken und Schwächen der Teams gibt es, welche die eher Abwehr spielen, ein bisschen schneller sind und so weiter. Und natürlich hier die alles so ein bisschen können. Puh. Ne? Mega-Hit. Kaufen.
keine Ahnung. Hat das jemand von euch damals gespielt? Ich weiß, ich bin nicht so ein blöder YouTuber, der sagt, sagt eure Meinung in den Kommentaren. Nein, ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt zu kommentieren, dann macht ihr es einfach. Aber es würde mich mal echt interessieren, ob das jetzt so eine Wissenslücke von mir ist oder ob das halt wirklich allgemein nicht so bekannt ist. Mich hat das so auf dem Cover ein bisschen irritiert, der Mega-Hit, und ich lese das so und so. Boah. Was, wie Ball, was für eine Sportart soll das sein? Jetzt weiß ich es, ist es Volleyball oder Beachvolleyball, um genauer zu sagen. Macht Spaß, auf jeden Fall. Kann Spaß machen, kann gut sein. Vielleicht irgendwann mal reinspielen, ist wahrscheinlich wirklich so ein Multiplayer-Spiel eher, ne? Würde ich mal sagen. So, Kid Icarus habe ich damals auch nicht gespielt. Ich habe ja letztens den Gameboy-Titel auf jeden Fall gespielt. Den NES-Teil habe ich bisher noch nie gespielt. Ist aber natürlich auch einer so ein unglücklicher Nintendo-Charakter irgendwie, ne? Der sich nie so hundertprozentig durchgesetzt hat. Er hat zwar so ein, zwei Spiele natürlich hier Gameboy-Spiel, dann auch auf dem 3DS oder DS kam ein Teil, aber spielt natürlich nicht in derselben Liga wie jetzt Mario sowieso nicht oder wie Samus, also Metroid und so weiter. Wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, finde ich eigentlich schade, weil eigentlich hat das Ding echt Potenzial, finde ich. Ja gut, es ist auch hier Engel mit Flügeln, man kann natürlich leicht fliegen und so weiter. Wie gesagt, den NES-Teil habe ich jetzt noch nie gespielt. Aber Gauntlet 2, das habe ich sogar gespielt. Das habe ich sogar in meiner Sammlung. Ja, Gauntlet, das war ja so ein Arcade- oder Spielhallen-Hit. Im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen. Hier, man sieht es ja so ein bisschen Top-Down-Ansicht und ihr habt verschiedene Dungeon-Räume oder Verliesräume oder wie man das auch immer nennen will. Und ihr müsst euch halt durch die Gegnerhorden durchkämpfen bis zum Ausgang. Besonderheit ist, dass ihr am Anfang quasi vergiftet wurdet und konstant eure Lebensenergie runtertickt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht einfach nur blind zum Ausgang stürmen, sondern ihr müsst auch nach irgendwelchen Heil-Items und so weiter Aussicht halten, damit ihr halt eure Lebensenergie dann hoch behalten könnt. Weil dadurch ist das dann halt natürlich so ein gewisse ein Zeitlimit in der Hinsicht gibt es halt nicht, aber eure Lebensenergie ist quasi euer Zeitlimit. Interessantes auf jeden Fall vor Format. Für den Gameboy gibt es das auch. Da habe ich, glaube ich, auch einen Test dazu gemacht. Ist halt sehr interessant, mal für eine kurze Runde zwischendurch auf jeden Fall zu gebrauchen. So. Und dann kommen wir hier echt langsam zum Ende. Ne? Jetzt haben wir hier den Light Max. Ich glaube, den hatte ich damals auch. Ich weiß nicht, ob der das war oder ob das so ein Dritthersteller war. Kennt, glaube ich, jeder. Diese... Der Gameboy hat natürlich immer von dem Display her das Problem, dass man eine direkte Lichteinstrahlung braucht, weil das Display an sich hat ja nicht von sich aus selbst geleuchtet. Man braucht halt immer eine Lichtquelle. Und natürlich, wenn es dunkel ist und ihr kein vernünftiges Licht irgendwo habt, war natürlich blöd. Und das war im Prinzip halt so eine Lupe, was den Bildschirm größer gemacht hat. Und da waren halt so zwei kleine Lichterchen eingebaut. Ne? Man sieht es hier so ein bisschen auf dem Bild, dass halt der Gameboy-Display entsprechend beleuchtet wurde. Und durch diese Lupe sollte das dann irgendwie größer erscheinen. Das Display, weil es natürlich auch nicht das größte ist. Ja, wir hatten ja damals nichts, ne? War eigentlich damals vernünftig. Heutzutage gibt es natürlich andere Geräte, die man da benutzen kann und so weiter. Aber im Prinzip von der Idee her ist okay. Hatte ich damals auch, habe ich auch ganz gut benutzt auf jeden Fall. Die Lupe, die war mir eigentlich relativ egal, aber weil ich habe. Zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass das Display, die Schärfe und sowas natürlich auch nicht viel besser gemacht hat, weil es war einfach eine Lupe, die da vorgeschaltet wurde. Da kann man nicht viel erwarten, aber das Licht war halt geil. Ja, dann haben wir noch ein paar weitere Gameboy-Titel, die hatte ich sogar beide. Kung Fu Master, kennt jeder wahrscheinlich, sehr, sehr einfaches Beat'em-up, ist auch relativ kurz das Spiel, aber für einen frühen Titel, warum nicht? R-Type hatte ich auch, schöne Shoot'em-up, die Serie, die ist ja wirklich legendär. Ja, dann kommen wir schon zu den NES-Spielen. Finde ich cool, dass ich hier diese Erstausstattung auch wirklich damals hatte. Kann ich euch beides empfehlen. Es kann man nichts mit falsch machen. Ist natürlich vielleicht so ein bisschen auch meine Nostalgie irgendwie mit drin. Aber die scheinen hier noch so eine Art Kurzvorstellung zu haben. Ne? Das ist ja in den späteren Ausgaben auf jeden Fall nicht mehr da. Hier Bowler Dash, Arcade-Titel natürlich. Kabuki, Quantum Fighter. Scheint auch ein Beat'em-up zu sein. Ich gehe jetzt auf die Spiele nicht so sehr ein, weil ich ja auch nicht so der NES-Experte bin. Kickle Cubicle habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Bei Gamesack oder sowas. Da muss man, ich glaube, hier diese Spielflächen dann irgendwie voll eisen, dass man da drüber kam oder sowas. Lesertipps: Fortress of Fear. Ja, gut, zu dem Spiel muss ich nicht mehr sagen.
Jeder, aber wirklich jeder, der meinen Kanal einigermaßen regelmäßig schaut, weiß, was ich von dem Spiel halte. Balloon Kid Game Boy. Ja, das ist, glaube ich, auch quasi eine Weiterführung von einem NES-Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir hier noch weitere Tipps. Hier Snake Rattle-Roll, auch ein super Spiel. Da kommt es auch, ich glaube, sogar morgen. Also wenn das kommt, morgen ein Game Boy-Test zum... die haben nämlich so einen quasi Nachfolger auf den Game Boy gehabt. Da kommt es auf jeden Fall bald ein Test. Wenn nicht diese Woche, denn, also ne, nicht morgen, sondern übernächste Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall habe ich da den Test schon fertig gemacht. Bayou Billy ist echt scheiße, das Spiel. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Tipps von den Profis, wow. Hier Zelda, Iron Sword, Zelda 2, Faxnando, Burai Fighter, auch ein super, super Spiel auf jeden Fall. Achso, ja, toll. Den Boss erledigt ihr, indem ihr auf die Augen zielt, ja. Super Tipp. Super Tipp. Haben wir hier wieder die Spielerprofile, die Highscore-Tabellen. Welches Blöde gab es hier noch nicht, diese Top-10-Listen? Aber das war's. Ich sehe gerade, auf der Rückseite ist noch der alter Adressaufkleber, von dem der es damals zugeschickt bekommen hat. Deswegen zeige ich es mal nicht. Aber als Werbung haben wir hier auf jeden Fall jetzt hier auch den Mega-Hit Volleyball-Gedöns. Ne? Hammer! Ich sag euch, Mega-Hit! Aber es war schon die Ausgabe. Ja, 50 Seiten ist nicht viel. Viele Kurzvorstellungen und so weiter zum Schluss. Sehr interessant auf jeden Fall, wie sich das da so ein bisschen geändert hat. Aber natürlich viele super Gameboy-Spiele auf jeden Fall. Und ich sehe gerade, wir sind so bei knapp etwas über 25 Minuten. Habe ich auch genug geschnackt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und egal, wann ihr das guckt, ob ihr das gleich am Sonntag guckt oder wann anders. Ich wünsche euch noch einen echt entspannten Tag. Und macht's gut. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.